liebe Schülerinnen und Schüler. Ich freue mich sehr, dass wir heute Morgen hier bei euch im deutsch-französischen Gymnasium sein können. Wir werden viele Menschen verbinden, die über diesen Song die Möglichkeiten haben, sich zu artikulieren und unsere Ziele zu unterstützen. Ich war so schockiert und voller Aggression und ich musste das irgendwie zu Papier bringen. Ich habe den Song in 3 Stunden geschrieben, der Text hat länger gedauert, weil ich wissen wollte, was sage ich eigentlich damit. Und hat mich so bewegt. Ich war zu der Zeit in Hamburg, wo das passiert ist, und ich hatte also einen Schauspieler gerade, mit dem ich einen Workshop gegeben habe, der kam nicht aus Paris raus, weil alles zusammengekracht ist. Wir hatten Angst, dass er selbst dem Attentat, dass er Opfer wurde, und er kam dann irgendwann, aber quasi 12 Stunden später aus Paris, und ich habe das hautnah quasi erlebt an einem Beispiel und habe danach den Song geschrieben, habe gesagt, wir müssen da sofort was unternehmen. Musik ist die Basis, die Völker über große Grenzen und auch Kulturschranken hinweg verbindet. Ich bin der festen Überzeugung, dass das, was hier geschieht, auch eine hohe positive Wirkung hat. Auch wenn es nicht möglicherweise sofort sichtbar ist, so wird es mittel- und langfristig doch zu einem Ergebnis führen. Den Blick nach vorn verbarrt, du brauchst nur tief genug ins Herz hinein zu. Für mich ist es eine ganz große Sache, ganz klar. Und es ist eine klare Absage gegen jegliche Form des Terrorismus und ein Plädoyer für Freiheit und Demokratie und natürlich die Würde jedes Einzelnen auf der ganzen Welt. Deutsch-französischen Zusammenarbeit und zeigt uns in Europa, wie diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit wichtig ist. Also hier ist das Thema der Annäherung unserer jungen Generation, und die Annäherung, das Verständnis, die Austausche spielen eine besondere Rolle, um solche Katastrophe, wie wir das in Paris im November erlebt haben. Und in diesem Sinne bin ich sicher, dass solche Initiativen mit Musik eine besondere Rolle spielen werden. Natürlich wollen wir weiterhin uns freuen, wir wollen weiterhin zu Fußballspielen gehen können und in Straßencafés uns amüsieren können. Wir wollen aber auch vor allen Dingen etwas gegen die um sich greifende Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Islamophobie. Die Schüler sind bereits auf diese Sache eingegangen. Im Januar gab es ja schon das Attentat auf Charlie Hebdo, und da hat sich spontan eine Schülergruppe aus der Oberstufe gegründet. Sie nennt sich AGIR, Aktionsgemeinschaft für Integration und gegen Rassismus. Und seit dieser Zeit haben wir hier diese Arbeitsgruppe wöchentlich am Tagen, sodass diese Veranstaltung heute ein Teilaspekt ist unserer gesamten Aktivitäten, die hier stattfinden in diesem Zusammenhang. Wir wollen klar machen, dass die Demokraten, wo auch immer in der freiheitsliebenden Welt, zu ihrer Lebensgestaltung stehen müssen, dass wir uns von Terroristen des sogenannten Islamischen Staates nicht vorschreiben dürfen, wie wir zu leben haben. Und dieser Song Nous sommes Paris ist, glaube ich, eine ganz gute Antwort darauf. Nous sommes Paris!